türkischen Fußballfans sieht man ja auch nicht zuletzt. Meist, wenn, egal ob Galatasaray, Fenerbahce oder was auch immer, ihre Heimspiele haben, dass da ein sehr, sehr emotionales Fußballpublikum ist und, glaube ich, sehr fußballbegeisterte Community ist und die natürlich sehr, sehr stolz sind, da einen 18-Jährigen jetzt bei Real zu haben. Sind sie dann auch ein bisschen ungeduldig, wollen natürlich so schnell wie möglich, dass er viel spielt und da spricht ja auch nichts dagegen. Da haben wir einen Trainer, der das sicherlich gut managen wird. Aber klar, wenn du dann so ungeduldig bist, so emotional. Das war ja das Spiel, was angesprochen war, war ja sein erstes Spiel. Anscheinend hat die ganze Türkei zugeschaut. Das hat man irgendwie an den TV-Zahlen danach auch gesehen. Weil natürlich ist es auch dann viel Druck und das weiß er auch. Und er hatte ja auch keinen einfachen Start. Er war jetzt erstmal eigentlich quasi ein halbes Jahr dauerhaft verletzt, hatte immer wieder kleinere Sachen oder auch zwischendurch mal ein bisschen größer. Ich glaube, dass man ihn ranführen wird und muss, so ein bisschen an den in Anführungsstrichen Erwachsenenfußball, dass er da körperlich Schritte macht und das macht er auch gerade. Er ist sehr, sehr viel am Arbeiten und alles, aber dass er auf jeden Fall was hat, was man in dem Sinne nicht lernen kann. Und das ist ein riesengroßen Fußball-IQ, Fußballverständnis, sehr, sehr guten ersten Kontakt, sehr gute Ballannahme, hat eine gute Übersicht, wird, glaube ich, ein Spieler oder ist es schon, der sehr, sehr gut so in kleinen Raum spielen kann, der Sachen gut lösen kann, bringt was mit. Und ich hoffe, dass seine Leute, die er mitgebracht hat, ihm auch die nötige Zeit geben, dass sie auch Real die nötige Zeit geben, ihn sich entwickeln zu lassen. Hat er ein paar Minuten jetzt hier und da mal schon mal bekommen, weil ich glaube, dann hat er eine gute Möglichkeit.